Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Wir haben Sonntag, es ist irgendwas nach 16 Uhr, die blaue Stunde ist wieder am Start. Und viele von euch haben ja sehnlichst vermisst, dass die blaue Stunde sonntags regelmäßig gesendet wird. Jetzt ist es wieder soweit und vor allem ist es keine Retorte mehr oder Konserve aus der Entfernung aufgenommen im Internet, sondern es ist vis-à-vis und zwar mit mir zusammen und Jürgen König, meinem Redakteur. Und wir können uns tatsächlich sehen. Und zwar nicht am Bildschirm, sondern wirklich eins zu eins. Wir sitzen uns gegenüber. Wir könnten uns berühren, wenn nicht die Plexiglasscheibe dazwischen wäre. Ist auch gut so. Wir haben schon in der letzten Woche unsere Reiseerlebnisse ausgetauscht und wollen das heute ein bisschen fortführen, denn noch sind ja Ferien in manchen Bundesländern. Und der Sommer ist auch noch lange nicht vorbei. Hoffen wir, dass er so schön bleibt, wie er bisher war. Und uns ist eben, wir lassen uns ja immer inspirieren von den Gesprächen, die wir vorher im Auto führen, uns ist eben im Auto bewusst geworden, dass wir auch zwei sehr unterschiedliche Reisebiografien haben und dass diese Biografien aber auch Schnittmengen haben, dass wir uns sogar vielleicht begegnet sind. Und das wollen wir heute ein bisschen fortführen in der blauen Stunde, nämlich was haben wir eigentlich in den letzten Jahren, Jürgen, du bist etwas älter als ich, aber ich bin jetzt mittlerweile auch im mittleren Alter angekommen, was haben wir alles so erlebt in Zeiten des Kalten Krieges zum Beispiel. Die lange Zeit, die du ja in der DDR gelebt hast, die hast du ganz anders wahrscheinlich verbracht als ich im Westen. Und doch haben wir einige Dinge gemeinsam erlebt. Was hast du also erlebt, als du auf Reisen warst? Das ist heute das Thema. Du warst in Italien dieses Jahr, ne? Dieses Jahr war ich in Italien, ja. Du bist mittlerweile ein gewohnter oder sagen wir mal ein geübter Reiser. Reisender. Ja, schon. Ich meine, solange, wie sagt man so schön, solange es noch geht, soll man die Welt kennenlernen und andere Menschen und andere Ansichten. Ich habe dich das ja schon zu Corona-Zeiten gefragt, ob es für dich als DDR-sozialisierter Mensch leichter zu ertragen ist, eingesperrt zu sein. Also ob du gesagt hast, ey, für euch ist das jetzt schon ein Reiseverbot, ich habe das jahrelang mitgemacht, also lass mal die Kirche im Dorf, halt mal den Ball flach. Ja, weil ich durfte auch damals noch die Wohnung verlassen, was ja zum Hardcore-Lockdown ja auch fast nicht mehr möglich war. Insofern hat es mich nicht an die DDR erinnert, war auch für mich eine neue Situation. Gibt es Momente, in denen du dir bewusst bist darüber, dass du über eine andere Form von Freiheit verfügst? Oder klingt das ab mit den Jahren? Jetzt im Vergleich zu früher, meinst du? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Italien bist, gibt es dann Momente, wo du denkst, das hätte ich vor 30 Jahren nicht machen können oder vor 40? Ja, das gibt's immer, ja klar. Oder wenn ich mit dem Auto durch Kalifornien fahre, was in meiner Jugend immer mein absoluter Traum war, und wenn du es dann plötzlich machst. Also ich bin ja einen Tag nach der Währungsunion, habe ich dir ja vorhin im Auto schon erzählt, einen Tag nach der Währungsunion saß ich schon im Flugzeug nach New York und hatte... Das hat auch nicht jeder geschafft, sozusagen. Noch mit einem DDR-Pass, der mir ganz schnell innerhalb von 3 Tagen zur Verfügung gestellt werden konnte, weil es war eine Dienstreise damals für DT64 zu einem Seminar in New York und ich sollte dort erzählen über den Rundfunk in der DDR mit meinem Schulenglisch. Das war eine Katastrophe, aber auf die Anweise kam ich relativ preiswert nach New York. Ah ja, ich wollte gerade fragen, das Ticket konntest du dir doch nicht leisten, oder? Ja, nee, das habe ich tatsächlich bezahlt bekommen. Ticket und Hotel habe ich bezahlt. Welche Fluggesellschaft? Interflug? Nee, das war damals Panam, mit Panam. Es war ja schon, die Grenze war doch offen, 1990 war das doch. Aber Interflug gab es da noch, ne? Interflug gab es da noch, aber die haben die USA nicht angeflogen. Die sind bis das Weiteste war wohl Kuba. Und also rollen wir das Ganze jetzt mal zurück. Du bist 56 geboren, haben wir im Auto festgestellt. Du hast die DDR, sagen wir mal, fast komplett miterlebt. Wie war das, also bevor ich dich jetzt frage, und wir haben da auch eine Gemeinsamkeit, die dir vielleicht nicht bewusst ist. Ich durfte ja als türkischer Staatsbürger, bis ich eingebürgert wurde 1992, auch nicht reisen.
Also ich war in Westdeutschland eigentlich eingesperrt. Ach was? Ja, weil wir brauchten Visa. Also ich durfte zum Beispiel nicht nach Frankreich, ich durfte nicht nach Italien, nicht in die Schweiz, nicht nach Spanien, nicht nach England. Aber du hättest ein Visum beantragen können und dann hättest du gedurft, oder? Ja, war das gar nicht möglich? Aber ich musste, um das Visum zu bekommen, die schriftliche Einladung eines Gastgebers vor Ort haben. Ich musste nachweisen, dass ich 4.000 D-Mark in Euro-Schecks mit mir führe. Und dann musste es auch noch genehmigt werden. Es war nahezu unmöglich. Das war ja dann wirklich wie DDR. Selbst in die Sowjetunion kann man nur auf Einladung. Genau. Als Privatreisender. Genau. Und wenn man die nicht hatte, sah nicht gut aus. Und die einzigen Länder, durch die ich visafrei reisen durfte, waren die direkten Rückwegländer in die Türkei. Also Österreich, Jugoslawien, Bulgarien. Bulgarien brauchte ich sogar noch ein Visum eine Zeit lang. Da konnte ich durchreisen, aber alles andere war gesperrt. Und in die DDR konnte ich auch noch, weil es zwischen der DDR und der Türkei ein bilaterales Abkommen gab und man wusste, ja komm, die wollen eh nichts bei uns, aber dafür können wir zu denen. Also das haben wir gemeinsam, deswegen kenne ich das. Aber was war deine erste Auslandsreise? Da muss ich echt überlegen. Ich glaube, meine erste Auslandsreise war nach Prag. Wohin sonst? Zum Bier trinken, wie man so als, ne? Da war man dann schon jugendlich, ohne Eltern. Meine Eltern waren keine Auslandsreisenfreunde. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals im Ausland waren. Nee. Und nach Prag bist du mit dem Zug gefahren? Mit dem Zug und Freunden. Und jetzt werden viele am Radiogerät grinsen, weil sie es auch gemacht haben, wenn sie in meinem Alter waren, in den berühmten Bierkeller Uflecku. Mm, mm. Dort wurde sich halt betrunken. Ne? Das heißt, du bist eingestiegen in den Zug in Ost-Berlin. Was hat der Zug gekostet? War das teuer? Nee, das war bezahlbar, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, vielleicht 30 Mark oder so. Also, wie alt warst du da? Na so 17, 16, 17. Mhm. Also wir haben ganz oft, auch da vielleicht eine Parallele, wir haben ganz oft Umwege in Kauf nehmen müssen, weil uns das Geld für die Tickets fehlte. Und ich weiß, ich habe einmal eine abenteuerliche Reise gemacht von Salzburg nach Thessaloniki, weil ich in die Türkei trampen wollte und unterwegs gestrandet bin. Und das Ticket kostete, ich glaube damals 30 Mark oder 40 Mark, aber die Reise dauerte 50 Stunden. Und ich hatte keinen reservierten Platz, ich musste also im Gang stehen, schlafen, alles. Sehr schön, ja. Das nahm man so in Kauf, ne? Ja, die Zugfahrt nach Prag war ja auch immer abenteuerlich. Das hat lange gedauert, bis in weit in die 90er, bis man diese Angst am Grenzübergang losgeworden ist. Dann kam ja dann Bad Schandau, stiegen dann die Grenzleute ein und kontrollierten, während der Zug weiterfuhr, der Schienen war, glaube ich, auf der anderen Seite, die Station. Und die kamen dann mit Türen auf und Ausweise und das und Gepäck. Und man hatte immer sofort das Gefühl, man hatte irgendwas verbrochen und fühlte sich nicht wohl dabei. Hattest du ein Visum für Prag? Nee, das war visafrei, waren Polen und damals ja noch Tschechoslowakei. Da durfte man ohne Visum hin. Ich weiß, also auch da interessant war für mich auch der Grenzübertritt immer der heikelste Moment. Ist übrigens auch so geblieben, was, wenn es überhaupt Rassismus gäbe, heute noch eines der wenigen Themen sind, die ich dazu zählen würde. Ich werde immer noch grundsätzlich an Grenzen angehalten. Also gerade Schweiz, Österreich, wenn die mich sehen, zack, rechts ranfahren. Aber damals war es so, da wir ja Visa brauchten, sind wir Türken oder ich Türke aus dem Zug rausgeholt worden, während der gesamte Zug stand. Und zum Teil habe ich dann auch meinen Rucksack oder so im Zug gelassen und war total in Panik, dass dieser Zug weiterfährt. Zum Beispiel damals in der Grenze von Mazedonien zu Griechenland. Da stand ich wirklich alleine draußen mit diesen Grenzbeamten, die überprüften mein Visum und der Zug stand. Und ich dachte, Scheiße, wenn das Ding jetzt losfährt, dann ist mein ganzes Gepäck weg. Immer sehr aufregend, ne? Ja, das hat mich, wie gesagt, lange begleitet. Wollen wir mal kurz ein bisschen Musik spielen schon, oder? Ja, können wir gerne. Du hast die Musik ausgesucht. Mhm. In der letzten Zeit, insbesondere nach unserem Musikquiz, habe ich dir ja ein bisschen die Verantwortung übertragen, die Musik auszusuchen, weil ich immer mehr Vertrauen in deine musikalischen, in deinen Geschmack habe, sagen wir es so. Was hast du heute mitgebracht? Das ist alles Musik aus von 2020, also aktuelle Musik, die du vielleicht nicht kennst, aber die dich interessieren könnte, eventuell. Mhm. Mhm. Das zum Beispiel ist eine junge Engländerin, die sich Biba Dubi nennt und die Single heißt Care.
Das ist ein bisschen wie Avril Lavigne, finde ich. Ja, erinnert ein bisschen daran, stimmt. Mhm. Ja. Suzanne Vega, Avril Lavigne, Alanis Morissette, die hat jetzt auch ein neues Album raus. Hast du das gehört? Ja, Susan Vega auch. Mhm. Aber Susan Vega ist natürlich inzwischen schon etwas älter als diese junge Dame. Girly Pop. Das hier ist Girly Pop. Ja. Wobei ich glaube, Susan Vega würde sehr mit dir schimpfen, wenn du ihre Musik jemals als Girly Pop bezeichnet hättest. Ja gut, Grandma Girly Pop würde ich dann nennen. Wir reden in der Blauen Stunde heute über unsere Reiseerlebnisse und zwar aus den unterschiedlichen Perspektiven. Ich eher West, obwohl ich ja östlicher bin als Jürgen Ost. Und wir waren in der Tschechoslowakei, damals war es noch die Tschechoslowakei. Und eben als wir im Auto fuhren auf dem Weg hierhin, da habe ich dir erzählt, dass das für uns, damals war ich Student, als ich das erste Mal in der Tschechoslowakei war, sehr günstig war. Wir haben diese Reiseziele gewählt, weil wir kein Geld hatten für die teuren Ziele oder dort nicht hingekommen sind. Auch später nach meiner Einbürgerung war es nicht leicht, Flüge nach Spanien oder sonst wohin zu zahlen. Und so sind wir vorzugsweise in die Länder des Ostblocks gefahren. Tschechoslowakei, da war ich dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann es war, zu tiefsten Ostblockzeiten. Und wir haben damals mit 20 Mark, die wir umgetauscht haben, fast eine ganze Woche verbracht. Ist es bei dir auch so gewesen? Nee. Nee, wir waren ja immer die Deutschen zweiter Klasse, egal wo wir hinfuhren im sogenannten Ostblock. Wir durften, glaube ich, es waren 25 Mark Ostmark umtauschen in tschechische Kronen und den Kurs weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war 1:3 oder aber sowas. Ihr wart 1:7 zur D-Mark. Das heißt, also durch 7 geteilt, jetzt müssen wir mal zusammen rechnen, waren das 3 Mark 50 pro Woche, die ihr hattet. Ne, pro Tag. Pro Tag, 3,50 Mark. Ja, also D-Mark 50, ja. Weißt du noch, was die Sachen gekostet haben in Tschechien? War das für euch günstiger als in der DDR? Nee, das war quasi genauso teuer. Du hast gesagt, ein Bier kostete 51 Pfennig, ein kleines, ein großes, 1,02 Mark. In der DDR, ja. Ich glaube, in Prag war das Bier geringfügig teurer, aber auch geringfügig besser. Also ich fand, wir haben ja dann innerhalb der Tschechoslowakei auch noch Abstecher gemacht aufs Land, weil das günstiger war. Und es gab eine Stadt, oder es gibt eine Stadt, die hieß Trebon. Trebon, ich weiß nicht, wie es geschrieben, gesprochen wird. T mit R und dann so einem Zeichen drauf, Trebon, im Süden. Und da war es günstiger. Da kostete die Übernachtung in einem Studentenwohnheim, das über den Sommer leer stand, 1 Mark. Und das Essen abends, ich weiß noch, wir haben richtig reingehauen. Wir haben gegessen Suppe, Hauptgericht, Nachspeise, 2 Bier, Schnaps hinterher und wir haben nicht mehr als 3 Mark gezahlt. Tja, wir haben überhaupt nicht im Hotel übernachtet, weil uns das viel zu teuer war. Auch nicht in der Jugendherberge. In der Regel sind wir mit dem Zelt losgezogen und haben dann am Stadtrand von Prag gezeltet. Gibt's auch eine lustige Geschichte. Ein Freund von mir, deren Eltern arbeiteten in der DDR-Botschaft in Prag. Und der sagte, meine Mutter kann da ganz auf dem Zeltplatz preiswert so Bungalows besorgen. Und dann habe ich in meiner Leichtfertigkeit gesagt, ja, mach. Und dann kamen wir dort an und schon am ersten Tag waren wir die Hälfte unseres Geldes, was eigentlich die ganze Woche reichen sollte, los. Weil natürlich, die waren total teuer für unsere Verhältnisse. Ne? Ja, ja. Und wahrscheinlich schäbig auch ohne Ende. Ne? Das war halt so ein größeres Bierfass mit 2 Betten drin. Ah, okay. Ja. Ja. Kenne ich. Meine Affinität zum Osten kommt ja daher, dass wir immer durch den Osten gefahren sind, wenn wir in die Türkei zurückgefahren sind im Sommer. Und das war eine sehr lange, strapaziöse Reise, die begann in Deutschland, dann über Österreich nach Jugoslawien, damals Jugoslawien. Slowenien war am Anfang immer noch sehr ähnlich wie Österreich. Dann ging es schon durch Kroatien. Dann kam der berühmt-berüchtigte Autoput, Zagreb-Belgrad. Weiß nicht, ob du den kennst. Was ist ein Autoput? Das ist eine Autobahn. Es war aber keine Autobahn. Ach so. Es war eine zweispurige Straße. Und spätestens da fingen die mitreisenden türkischen Familien, die allesamt ihre Autos beladen hatten mit Dachgepäckträgern, ungeduldig zu werden. Die meisten hatten nämlich im Gegensatz zu uns keine Übernachtung zwischendurch. Meine Eltern waren generös, wir haben in Österreich übernachtet, in so Gasthäusern. Mhm. Aber die meisten anderen türkischen Familien fuhren durch und übernachteten entweder am Straßenrand oder machten zwischendurch ein Nickerchen. Und dieser Autoput ist berühmt berüchtigt gewesen, weil viele dort gestorben sind.
sind. Die waren nämlich so ungeduldig, dass die auf dieser zweispurigen, ja eigentlich Landstraße immer riskanter überholt haben und dann eben Unfälle verursacht haben. Und dann ging es weiter nach Bulgarien. Bulgarien war noch eine Spur härter als Jugoslawien. Bulgarien war ich auch, ja. Und von Bulgarien dann kamen wir in die Türkei. Und da muss ich dir eine kleine Anekdote erzählen. Für uns war Bulgarien immer so die Krönung eigentlich der Folter. Es war wie eine Folter. Es begann halt mit Österreich, wunderschön die Berge, Jugoslawien ging noch. Und Bulgarien wussten wir, jetzt müssen wir die Luft anhalten. Jetzt ist kalter Krieg. Und dann stapelten sich schon an der serbisch-bulgarischen Grenze die türkischen Autos. Man wurde gezwungen, Devisen umzutauschen in Coupons, in Tank-Coupons, Benzin-Coupons und eine letzte Ladung nochmal voll zu tanken. Und dann musste man diese 320 Kilometer durch Bulgarien komplett durchfahren. Es stand auch immer an den Seiten, standen Schilder auf Türkisch, auf denen stand Durmak Yasak, also anhalten verboten. Und wenn man anhielt, kam sofort aus dem Nichts ein bulgarisches Polizeiauto mit zwei sehr muffeligen Polizeibeamten, die sagten, Devisen, Mark, Mark, Mark. Und man musste 20, 30, 40 Mark Strafe zahlen. Am Ende kamen wir dann an die Grenze. Da stapelten sich wieder alle türkischen Autos mit ihren Dachgepäckträgern. Man sah hinten schon so in einem halben Kilometer Entfernung die türkische Fahne. Und es dauerte Ewigkeiten, bis wir abgefertigt wurden. Stunden, 3, 4, 5 Stunden. Und ganz am Ende kam man zu so einem Grenzhäuschen. Da saß dann noch ein mürrischer bulgarischer Beamter drin, der mit einem riesigen Vorschlaghammer gegen die Karosserie des Wagens schlug, um zu gucken, ob man da was drin versteckt hatte. Ja. Und die konnten immer so rudimentäres Türkisch, die Bulgaren. Die haben dann immer Komschu, Nachbar, zu uns gesagt und gesagt, Komschu, mal warme, also haben Sie was dabei. Und mein Vater, der ein bisschen cholerisch ist, hat dann auf Türkisch geantwortet, ja, also mal ist übrigens auch ein Ausdruck, den man für Eselspenisse benutzt, also Ware. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, wir haben Ware so groß wie ein Eselspenis dabei. Der Bulgare hat aber das Wort Eselspenis nicht verstanden und hat gesagt, wo? Und wir waren ganz erleichtert. Und ganz am Schluss musste man durch so eine Dreckskuhle fahren, um den Wagen zu entseuchen, angeblich, aber es war pure Schikane. Ja, hast du sowas auch erlebt? Da war, Schikane an der Grenze? Da wart ihr ja quasi Bürger dritter Klasse, noch in Bulgarien schlechter dran als wir. Auf jeden Fall. Ja. Da wart ihr gut dran in Bulgarien, ja, oder? Aber nur da, ja. Und warst du dann in Bulgarien auch? Ja, ich war zweimal in Bulgarien sogar hingeflogen, weil mir die Zugfahrt zu lang war. Aber dann sind wir da ins Hochgebirge, ins Rila und ins Pirin-Gebirge mit einem Rucksack und Bergschuhen, DDR-Produktion, nach einer Stunde Bluthacken, mit blutigen Hacken sozusagen wochenlang durchs Hochgebirge gelaufen. Und Bürger zweiter Klasse war man in dem Moment, wo man irgendwo was essen wollte und keine D-Mark hatte. Dann gab es halt immer nur, es hieß immer, das wäre Lammfleisch, aber es war immer Hammel, irgendein altes Tier, was aus Schwäche umgefallen ist und in Stücke geschnitten wurde. Ja. Aber Bulgarien ist schon schön, oder? Also das Hochgebirge, die Touren waren sensationell und dann waren wir ja auch am Schwarzen Meer, das war auch schön. Ja, sicher, bloß man hatte halt nicht kein Geld. Legendär übrigens in Sofia, das Hotel, wir hatten für die erste Nacht ein Hotel tatsächlich gebucht, das Hotel Edelweiß. Das werde ich nie vergessen. Soll ich das schnell erzählen? Ja, bitte, bitte. Zeit ist schon wieder rum gleich. Jedenfalls Hotel. Oder erzähl's auch nach der Musik, ja, genau. Dann kannst du es ausführlicher erzählen. Dann erzähl ich erstmal, was wir jetzt. Jetzt kommt nämlich Jazz aus England. Mhm. Ein Mensch namens Greg Fode mit Yona Gunny. Woher du so immer die Sachen findest, ist echt interessant. Hör mal zu, ich glaube, das gefällt dir. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Wir waren eben dabei, über unsere Urlaube zu Ost- und Westzeiten zu sprechen und du wolltest deine Anekdote über das Hotel Edelweiß in Sofia noch zum Besten geben. Hotel Edelweiß, ja, das war, muss man dazu sagen, Anfang der 80er Jahre. Wir hatten, wie gesagt, weil wir danach ins Hochgebirge fahren wollten mit dem Bus, eine Nacht dort gebucht. Muss man sich vorstellen, irgendwo stand Hotel Edelweiß, so machte man die Tür auf und ein ungefähr 20 Meter langer unbeleuchteter Flur empfing ein geradeaus ins Dunkle, ins Jenseits.
Man kam fast zu Fall, weil der Teppich, der dort lag, große Falten warf. Egal, dann jedenfalls haben wir unser Zimmer bekommen und da guckten aus den Wänden Drähte heraus, wo meine Lampe dran war und die führten auch noch Strom, musste man also aufpassen. Vor dem Waschbecken, was im Zimmer war, lag ein Stück Linoleum, was aber so ganz komisch zurechtgeschnitten war. Man hatte es aus irgendeiner Besenkammer rausgerissen und vors Waschbecken gelegt, weil wenn man dieses Linoleum anhob, war darunter der Teppich schwarz angefault. So, und nachts, ach so, überall waren noch an der Tapete Abdrücke von breitgeschlagenen Insekten. Und nachts konnte man, war so ein bisschen Spalt unter der Tür und da konnte man die Schatten der Ratten sehen, die da den Flur lang liefen. Und zum Frühstück gab es einen Gutschein, dass wir uns im Laden gegenüber ein Frühstücksbrot holen konnten, ein belegtes. Das war eine Scheibe Weißbrot, dann eine Schicht grüne, schimmlige Kochwurst und noch eine Scheibe Weißbrot. Oh, das kenne ich, ja. Konnten wir im Prinzip gleich so, wie es war, wegwerfen. Also ich, wie gesagt, das war Anfang der 80er, es ist bestimmt jetzt alles ganz anders dort. Ja, ja. Aber es war schon ein sehr abenteuerliches Erlebnis, zumal die Hälfte unseres zur Verfügung stehenden Geldes schon wieder für das Hotel draufgegangen war. Ich hatte das, als ich nach Ungarn gefahren bin das erste Mal, ich hatte eine ungarische Freundin und wir waren damals, das war auch irgendwann Anfang, Mitte der 80er, kein Geld, uns Urlaub zu leisten und sind dann so wie oft getrampt. Also haben uns einfach an die Autobahn gestellt und geguckt, wie weit wir kommen. Und in diesem Sommer war es dann so, dass ich alleine vorgefahren, vorgetrampt bin und in Wien aufgeschlagen bin, wo ich nach einer abenteuerlichen Fahrt mit einer älteren Dame mit Kopftuch in einem weißen Mercedes Cabrio gelandet bin und ein paar Tage gewartet habe, bis meine Freundin nachkam. Und ich musste mir ein Visum besorgen und bin dann in die ungarische Botschaft gegangen. Und die waren total perplex, weil kein Türke fährt nach Ungarn in den Urlaub, es sei denn, er will es okkupieren. Und ich wurde dann vorgeladen. Wien heißt auf Ungarisch Bécs übrigens. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee, natürlich nicht. Bécs ist auf Ungarisch Wien. Und ich bin dann also in Bécs, in diese Botschaft. Ich habe diesen Begriff auch nicht gekannt und musste ihn dann recherchieren, weil mir ungarische Freunde das gesagt haben, dass eben in Bécs, in Wien, diese Botschaft sei. Ich habe es dann nachher abenteuerlich rausgefunden, wo sie war. Und dann wurde ich vorgeladen zum ungarischen Botschafter und er saß mir gegenüber und sagte, was wollen Sie in Ungarn? Und dann habe ich gesagt, ja, Land und Leute und ich interessiere mich dafür. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, wir Ungarn, wir mögen die Türken nicht so besonders. Und hat mir dann aber einen Stempel gegeben. Wir sind dann nach Ungarn und dort hat uns dann wiederum ein Freund gesagt, dass man in den Sommermonaten, so kamen wir nämlich auf die Idee, sehr günstig in so kulturellen Sehenswürdigkeiten übernachten kann. Ich weiß nicht, wie das damals in der DDR war, ich erinnere mich aber daran, ich habe auch mal im Schlosspark Sanssouci übernachtet, kurz nach der Wende, weil da Mietwohnungen waren und Leute haben da Zimmer vermietet. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, Zimmer wurden auch privat vermietet, gerne an der Ostsee oder im Gebirge. Na, ich meine aber wirklich also wir haben damals in Ungarn im Schloss Esterhazy übernachtet. Ach so, nee, ist was. In so einem Seitentrakt des Schlosses Esterhazy in einem Zimmer aus der, keine Ahnung, wievieltes Jahrhundert, für sage und schreibe 2 Mark. Das ist irre gewesen. Tja, ne, das war die Zauberkraft der D-Mark. Die hat vieles möglich gemacht. Ne? Wie war das dann? Also, warst du in Ungarn? Einmal in Budapest, ja. In Budapest. Aha. Und wann war das? Das muss gewesen sein, naja, auch so Ende, Anfang 80er. Hast du da Wessis gesehen? Ja, klar. Und Kontakt zu denen gehabt? Naja, die hatten das Geld und wir nicht. Also ihr habt, wir haben nämlich tatsächlich Leute getroffen aus dem Osten. Man musste in Ungarn, wenn man nach Ungarn reisen wollte, ja über die IBUS, das war die staatliche Reiseagentur, sich vermitteln lassen. Also man konnte nicht einfach nach Ungarn und sagen, wir pennen jetzt in Hotel XYZ, sondern du musstest in dieses Reisebüro, in das staatliche, das gab es auch in der Tschechoslowakei, und die haben dich dann zugeteilt. Und weil wir wenig Geld hatten, sind wir in ein Hotel gekommen, wo eben auch viele aus dem Osten waren. Und mit denen haben wir uns sozusagen zum ersten Mal austauschen können. Und das war echt hart. Also es war, ich will jetzt nicht bemitleidenswert sagen, das wird dir nicht passen. Aber es hat uns schockiert. Ja.
Das haben wir halt überall zu zeigen, wurde uns das gezeigt, dass wir das falsche Geld vorweisen können und auch ihnen eigentlich nur die Plätze für die Westdeutschen wegnehmen. Ja, wir waren ja privilegiert, also wir selbst als Studenten, die ja getrampt sind und also uns für arm hielten, waren dann, wenn wir in Ungarn waren, wirklich Krösus. Ja. Das war für uns ein Luxusurlaub, den wir da verbringen konnten. Es gab einen Trick in Ungarn, wenn du eine Großmutter hattest, die in den Westen fahren durfte, die musste immer so eine Zollerklärung ausfüllen. Die lagen, weiß ich, im Tränenpalast, wo die dann eingestiegen sind in Berlin, lagen die da stapelweise rum. Und wenn man gesagt hat, Oma, bring mir mal so einen Stapel Zollerklärungen mit, dann hat man sich die eingesteckt. Beim Grenzübergang wanderten diese Zollerklärungen in den Schlüpfer. Und dann konnte man, wenn das Geld alle war, in eine ungarische Bank gehen, so eine Zollerklärung ausfüllen und hat dann nochmal 25 oder 35 Mark in Forint ausgezahlt bekommen. Und wenn man Oma genug Zollerklärungen mitgebracht hatte, dann ging das eigentlich. Aber das ging nur in Ungarn. Woanders war das nicht möglich. Wo hast du in Budapest gewohnt? In Budapest? Och, das weiß ich nicht mehr. Irgendwo in der Stadt, auch in einer Privatwohnung, in einem Zimmer mit einem Dackel, der Flöhe hatte. Und konntest du essen gehen oder musstest du kochen? Nee, wir sind da essen gegangen. Da habe ich das erste Mal, die waren ja doch schon wesentlich westlicher orientiert als die DDR. Und die hatten da schon mal sowas wie McDonald's. Da habe ich den ersten Burger meines Lebens gegessen und fand es traumhaft. Und ja klar, in einer Charda, wart ihr auch in einer Charda? Nee. Weißt du, was das ist? Das ist eine Art Musikkneipe. Ja. Da wird schreckliche Musik gespielt. Ja, da muss man schon ein bisschen tapfer sein. Also das ist nicht meine Musik. Aber Begegnung mit Einheimischen hattest du dann nicht? Also dass du dann gar nicht. Nee. Ihr seid da als Fremde hin und ihr wart auch die ganze Zeit. Ja, ich bin dann durch die Schallplattenläden als Musikkranker und habe. Da gab's ja dann auch Westschallplatten und habe dort, weiß ich noch, ein Album von den Talking Heads erworben, Little Creatures. Während wir wiederum die Ostplatten gekauft haben. Die waren nämlich günstiger. Ja, 16 Mark 10. Und ich habe damals eine Platte von Scorpio gekauft. Kennst du die noch? Scorpio, ja, ist auch eine ungarische Band, glaube ich. Ja, dann Lokomotiv GT hatte ich auch. Omega. Omega waren ja Superstars, oder? Ja, die habe ich auch mal, die spielten mal in Ostberlin im alten Friedrichstadtpalast. War mein erstes großes Rockkonzert, Riesenerlebnis. Ja, und wir haben diese Platten gekauft, weil die einfach günstiger waren. Ja. Aber es war auch ein bisschen, man hat so, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben, also Popmusik zu hören, zu der auf Ungarisch gesungen wird, ist schon ein Fetisch. Also, das hört sich wirklich sehr komisch an. Aber es war gut. Und also dann haben wir tatsächlich in den gleichen Plattenladen uns Platten gekauft, nur du West, ich Ostplatten. Wahrscheinlich, ja. Jetzt gibt's auch wieder Popmusik, aber auf Englisch aus Österreich, ein Duo aus Wien, Alice Noah heißen die. Wien ist gerade eine prosperierende Stadt, was Musik und Kultur überhaupt angeht. Ja, Wien ist fantastisch. Ich muss auch dieses Jahr da nochmal hin, wenn man darf. Ich hoffe, es geht. Und du kannst dir aber mittlerweile in Wien richtig ein schönes Schnitzel leisten, ne? Ja, geht so. Ich spare dann immer eine Woche vorher. Kann ich dir ein paar gute Läden empfehlen. Machen wir. Sollen wir mal Stermann und Grissemann grüßen? Ja, machen wir. Ha? Die beiden Kollegen, die grüßen mal recht herzlich und hören jetzt was aus dem schönen Wien. Ja, Alice Noah heißt das Duo und der Song heißt Hideaway. Lavant. I think I'm falling for the same. I'm falling for this game again. But what am I supposed to say? Just wanna do our dance again. The way we started out until. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, Manuel Rubey. Kennst du Manuel Rubey? Den müssen wir hier mal einladen in die Sendung. Nee. Ein fantastischer Schauspieler, ein Freund und Kollege aus Wien, der hat im Falco-Film Falco gespielt. Ach so, ja, vom Sehen her kennt ich ihn. Außergewöhnlich guter Schauspieler. Grüße an Manuel Rubey, Wien. Wir sind in der Blauen Stunde unterwegs in die Reisen unserer Vergangenheit. Wir sind viel im Osten unterwegs gewesen, stellen wir fest. Ich hatte dir eben im Auto eine Episode erzählt, die ich gerne nochmal wiederholen würde, weil sie wirklich absurd ist und zu den markantesten Bildern gehört, die ich in Erinnerung habe aus dieser Zeit.
Wir waren damals in Pilsen am Bahnhof in der Tschechoslowakei und mussten auf einen Zug warten, weil wir wieder mal aus Geldnot ein sehr günstiges Ticket hatten. Und Aufenthalt von 6 Uhr abends bis morgens 7. Ein Traum. Irgendwie über die Runden bringen mussten. Und du hast ja eben erzählt, man durfte an diesen Bahnhöfen nicht sich einfach hinlegen oder pennen, sondern man wurde vom Wachpersonal oder von der Polizei dazu aufgefordert, sich zu bewegen. Ja, und es waren gab keine Bänke. Ja, man war eigentlich die ganze Zeit, die ganze Nacht wach. Ja. Wenn man dann noch eine Freundin im Schlepptau hatte, auf die man ja aufpassen musste, so ein bisschen macho-mäßig war das damals noch, dann war das eine Mischung aus besorgt sein, exotisch, es war ja auch irgendwie die Sprache, man kannte das alles nicht, man war in einem fremden Land, meistens im Sommer unterwegs, war auch noch sehr heiß. Und dann machte am Morgen am Bahnhof in Pilsen die Bahnhofsgaststätte auf. Und zwar irgendwie um 4 oder um 4:30. Und wir wackelten in diese Bahnhofsgaststätte so gegen 5:30. Also es war früher Morgen. Und das Ding war brechend voll. Es war voller Qualm, weil die Leute natürlich auch alle geraucht haben damals. Und jeder hatte ein 0,5 Humpen tschechisches Bier vor sich. Und ich saß in so einem halbdeliralen Zustand am Tisch, zusammen mit meiner Freundin. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, auch Bier getrunken, glaube ich, weil wir dachten, das macht hier jeder so. Gab, glaube ich, gar nichts anderes, oder? Und dann beobachtete ich in so einer Mischung aus Halbschlaf und Trance, wie eine Familie, eine Mutter mit ihren zwei Zwillingssöhnen, die so um die 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein mussten und so ärmellose T-Shirts trugen und darunter ganz hager waren, aber eine Plauze hatten, wie die alle Biergläser, die stehen geblieben waren, abräumten und die Reste dieser Biergläser noch austrunken. Das war wirklich ein Bild, das hat sich bei mir eingehämmert aus dieser Zeit, wie aus Beton. Hast du auch sowas erlebt? Ja, mir fällt sofort eine Geschichte ein. Die Leute, die die Geschichte kennen, wenn ich sage, Reichsbahnhof Züssow, Eisenbahn, DDR-Zeiten, 80er Jahre. Legendärer Bahnhof, da musste man umsteigen. Wenn man von Usedom mit dem Zug nach Berlin wollte, musste man in Züssow umsteigen, um dann in Schnellzug nach Berlin zu steigen. Und es waren etwa so eine Temperaturen wie jetzt, also auch über 30 Grad. Ich mit Frau und zwei Kindern und Rucksäcken aus Usedom kommend in diese Gaststätte rein. Es ist wirklich kein Witz, ich habe es wirklich erlebt. Ich schwöre, dass es genau so war. Ja, man glaubt es nicht, aber es ist ja. Eine unfassbare Hitze in dem Ding. Dann gab es da so ein Tresen, da war das Getränkeangebot, das bestand, kein Witz, aus 4 Gläsern Milch. In dieser Milch schwammen Fliegen Kiel oben, die strampelten, weil sie vor Schwäche aus der Luft gestürzt waren. Und dann Ich muss es einfach erzählen. Es ist ein bisschen eklig. Also wer jetzt leicht beseitet ist, sollte vielleicht mal kurz sich was zu trinken holen. Jedenfalls gab es dann Essen-Coupons. Und dann ging man mit diesem Coupon zu einer Durchgabeluke. Die war komischerweise in Hüfthöhe. Und ich dachte, das ist ja komisch. Und dann habe ich den Fehler meines Lebens gemacht und habe mich gebückt und habe da durchgeguckt. Und kein Witz. Da war eine einarmige Frau in der Küche, die das Essen auftat und die Kartoffeln, die Salzkartoffeln, holte sie mit der puren Hand aus dem Topf und schmierte sie so an den Tellerrand. Dann eine Soße drüber geschwappt und irgendein Stück Restfleisch raufgeschwammt und dann habe ich mit den Tellern, war eigentlich schon satt und stellte das hin und die Kinder begannen zu essen. Die Fliegen stürzten uns dann aus Schwäche auch ins Essen und strampelten dort. Ich konnte dann nichts essen. Und dann habe ich, nein, das erzähle ich nicht. Ich habe mir dann vorgestellt, wie macht diese Frau zum Beispiel Buletten? Und mehr möchte ich darüber jetzt nicht sagen. Ja, man hat viele ekelhafte Dinge erlebt. Alter Vater. Ja, man hat viele ekelhafte Dinge erlebt. Ich war ja auch dann vor Wendezeiten in der DDR. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ja. Und habe da auch einiges erlebt, muss ich sagen. Zum Beispiel mein erster Grenzübertritt. Das war ganz spannend. Ich hatte gehört, dass wir Türken ohne Visum in die DDR reisen können, war aber ungläubig. Also ich habe das irgendwie nicht geglaubt. Und wir hatten damals mit Studenten der Musikhochschule ein Engagement am ICC hier in Berlin, um auf einer Modemesse auf einem Schrotthaufen Schlagzeug zu spielen. Also so ein bisschen wie das, was später kam, wie Stomp. Oder Einstürzende Neubauten, ne?
Genau, und wir hatten einen VW-Bus, in dem waren wir zu siebt, der bis oben hin beladen war mit Schrott, also mit alten Fässern und wirklich mit Schrott einfach. Und wir kamen an die Grenze und der Grenzbeamte, der DDR-Grenzbeamte sagte, was soll das, was ist das? Und wir erklärt, ja, wir sind Musikstudenten, wir fahren ins ICC Berlin. Und dann guckte er in den Wagen, nahm unsere Pässe, das war ja immer das Erste, was passierte, war immer Pässe. Und dann waren die Pässe weg. Und guckte meinen Pass an und sagte, sieh da, kommen Sie raus. Und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt kommst du in den Stasi-Knast und wirst verrecken. Und dann sagte er, nee, Sie können schon alleine, Sie brauchen kein Visum. Und dann bin ich, habe ich dir das nicht erzählt? Nee. Dann bin ich diesen 1 Kilometer langen Todesstreifen zwischen West- und Ost-Berlin zu Fuß gelaufen. Wo denn? Friedrichstraße oder was? Nee, Helmstedt. Ach so. Helmstedt, ja. Also über Marienborn, ja. Helmstedt. Ja. Bis ich an so ein kleines DDR-Häuschen gekommen bin, an so ein Grenzhäuschen und gedacht habe, jetzt vertreibe ich mir halt die Zeit und den Typen hinter dieser Scheibe gefragt habe, Entschuldigung, muss ich als Türke in der DDR auch einen Zwangsumtausch machen? Oh, Fehler, und dann schrie er mich an. Was heißt hier Zwangsumtausch? Das ist Tagesvisum. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, bei uns in Deutschland sagt man Zwangsumtausch dazu. Aber was man alles mit sich hat machen lassen, ne? Ja. Ist doch wirklich irre. Ich kam mal mit Freunden aus Polen zurück von einem Ausflug nach Tschetschen. Und in Polen gab es eine Jazz-Zeitschrift damals in den, das muss 70er noch gewesen sein, Jazzforum oder so ähnlich auf Englisch. Und das war irgendein Feiertag und jedenfalls, wir waren die einzigen Leute fast im Zug und die Zollbeamtin an der Grenze hatte ganz viel Zeit und hat sich wirklich in jeden Rucksack sich zeigen lassen und dann hatte sie diese Zeitschrift in der Hand. Was ist das? Das ist eine Westzeitung. Ich sage, nee, gucken Sie hier, in Polen hergestellt. Es ist lediglich eine internationale Zeitung über Jazz auf Englisch. Da merkte sie, sie konnte nichts mehr und guckte so an mir runter. Ich sage, was gucken Sie denn so? Was ist denn? Haben Sie noch etwas am Körper verborgen? Sie sehen so unförmig aus. Ich guck sie an und dachte, jetzt kannst du nur noch, ich sag, ja, wird wohl fett sein. Na, dann, und dann hat die wirklich in meinen dreckigen Socken gewühlt. Echt? Hat die alles auseinandergenommen und hat bestimmt 20 Minuten alleine nur meinen Rucksack durchgewühlt. Was für eine Schikane. Ja. Haben wir noch Zeit? Ich habe nämlich auch noch eine Geschichte. Ja, oh, eine Minute hast du. Nee, machen wir, glaube ich, nach der nächsten Musik ja, und nach ja. den Nachrichten. Ja, ja. Dann kann ich noch was zur nächsten Musik sagen. Ja. Das ist Fuck Art Let's Dance heißt. Das ist eine Band aus Hamburg. Und wie heißt denn der Song? Habe ich mir noch hier Never Forget. Never Forget, genau. Mhm. Den hauen wir einfach mal hier raus und dann kommen erstmal hier Verkehr, Nachrichten und alles. Und danach erzähle ich meine Geschichte aus der Kneipe in Beeskow. Ja, mhm. Bin jetzt schon gespannt. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde heute, da reden wir über unsere Reiseerlebnisse in Ost und West und wir hatten vor der Pause über Ungarn gesprochen, über Österreich, über viele andere Länder und sind dann in der ehemaligen DDR gelandet. Und ich war tatsächlich auch vor dem Mauerfall in der DDR, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, Jürgen, ich war ja relativ erfolglos eine lange Zeit, weiß gar nicht, ob ich heute erfolgreich bin und hatte dann Mitte der 80er Jahre den verwegenen Plan, mich in der DDR zu melden und habe mich durchgefragt. Damals war das ja noch wirklich sehr schwer. Man hatte ja per Telefon die Möglichkeit 0037, weiß ich noch, war die Vorwahl, sich durchzufragen. Und ich bin dann irgendwann in der Kulturdirektion Ost-Berlin gelandet. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, du hast mal was erzählt. Du bist ja auch in der DDR aufgetreten. Genau. Ja? Und da war ein gewisser Herr, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Schobert, der gesagt hat, ja, Sie können bei uns spielen. Wir haben hier den Treptower Kultursommer. Und er hat mich sozusagen eingeladen in die DDR. Und da ich ja wusste nach dieser Reise mit der Schrottgruppe, dass ich visafrei in die DDR reisen kann, habe ich diese Reise angetreten und bin dann 1988 rüber in den Osten. Und habe da gespielt, was für mich gut war, weil ich hatte zum ersten Mal Publikum. Das Publikum war
Hals auch nicht unbedarft oder anders, als man sich es hier im Westen vorstellt, sondern es waren sehr aufgeschlossene Leute, kulturbeflissene Leute und es hat mir vor allem Spaß gemacht, endlich mal vor Leuten zu spielen. Was hast denn du da erzählt? Das würde mich mal interessieren. Ich habe damals schon Kafka gespielt, Bericht für eine Akademie, obwohl der nicht so koscher war. Also Kafka zu spielen war in der ehemaligen DDR nicht leicht. Na, gegen Ende wurde sogar dann alles veröffentlicht. Genau, das war im Zuge der Lockerung ging das dann. Ich habe auch Edgar Allan Poe gespielt, allerdings in der BDW-Fassung, also weil ich doch ein bisschen Schiss hatte, dass dann die Westfassung anstößig sein könnte oder was auch immer. War jedenfalls sehr erfolgreich. Ich habe die Standardfehler gemacht, die man macht. Ich habe Herrn Schobert gefragt, der übrigens nachher auf wundersame Art und Weise verschwunden ist, was denn Genosse und Kollege ist, weil er zu mir immer Kollege gesagt hat. Und dann hat er mir das erste Mal erklärt, dass man als Parteimitglied Genosse ist und die anderen sind Kollegen. Also es war für mich eine Kulturreise, die ich da gemacht habe. Und eines Tages haben wir andere Leute kennengelernt. Das war dann schon nach dem Mauerfall in Frankfurt an der Oder, die mich eingeladen haben und eine kleine Tour für mich organisiert haben. Und zwar Frankfurt an der Oder, Haus der Künste, das es, glaube ich, heute immer noch gibt. Besko in der Burg, in der damals Herbert Schirmer, der letzte Kulturminister der DDR, ein sehr, sehr fleißiges Kulturprogramm auf die Beine gestellt hat. Glaube ich, immer noch sehr gutes Programm. Gutes Programm. Mittlerweile ist die Burg saniert und die chemisch-technischen Anlagen in Fürstenwalde. Da bin ich aufgetreten und hatte aber insgesamt zwischen den Auftritten 7 Tage frei. Das heißt, ich musste diese Zeit in Frankfurt-Oder verbringen und irgendwie totschlagen. Und ich habe wirklich alles geguckt. Ich habe Rocky Horror Picture im Kleisttheater geguckt. Ich bin ins Kino gegangen, habe Der mit dem Wolf tanzt gesehen. Aber wirklich 1990 noch zu einer Zeit, wo das alles sehr, sehr, sehr DDR-like war. Aha. Vietnamesische Zigarettenhändler, die ersten Dönerbuden, die zerbombte Innenstadt. Und dann in Besko waren wir dann irgendwann mittags unterwegs und wollten essen gehen. Und dachten, was machen wir? Der einzige Laden, der auf hatte, war der Schwarze Adler. Ja, eine sehr typische Kneipe, wie man sich das so vorstellt. Und du kennst dieses Phänomen. Vorher, bevor man reingeht, hört man noch Geräusche und Leute, die sprechen. Und dann, wenn die Tür aufgeht, macht es zack und es ist einfach mucksmäuschenstill. Und wir kommen rein, man kann eine Stecknadel auf den Boden fallen hören. Leute gucken uns an, 3 besoffene Gestalten an der Theke. Wir setzten uns hin, also überhaupt auf die Idee zu kommen, in diesem Laden was zu essen, war schon absurd. Und es kommt ein missmütiger Kellner angeschlürft und sagt, und wir sagen, Entschuldigung, und wir sagen, welches Bier haben Sie denn? Und er sagt, Gambrinius. Und wir haben es nicht verstanden, haben gesagt, ja, dann bringen Sie uns bitte 2 davon. Es war dann Gambrinius, ein sehr leckeres Bier. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, könnten wir bitte die Karte haben, die Speisekarte? Und dann, kennst du die Geschichte eigentlich schon? Nee. Und dann hat er gesagt, Bräuler ist da. Und da wir Bräuler nicht kannten, haben wir gesagt, was meint der? Und haben gesagt, wer ist da? Und dann hat er gesagt, weiß ich mich verscheißen oder was? Bräuler ist da. Und dann haben wir gesagt, wer ist da? Und dann hat er sich umgedreht zu den 3 Gestalten an der Theke und hat gesagt, ey, der weiß nicht, was Bräuler ist. Und dann habe ich gesagt, uns ist egal, wer oder was das ist, sagen Sie diesem Herrn Bräuler, wir würden gern die Speisekarte haben. Vielleicht war das eine Bräuler, war es vielleicht bloß eine Bräuler-Gaststätte, oder? Gibt es sowas, eine Bräuler-Gaststätte? Ja, gab es eine ganze Kette, wie man heute, es hieß zum Goldbräuler, gab es in der ganzen DDR. Also ich war im Gastmahl des Meeres, ich kenne einige Läden in der DDR, Goldbräuler habe ich nie gesehen. Ich fand ja die Grillkultur gar nicht so schlecht im Osten. Die haben sogar wirklich gut geschmeckt, Aber das, was wir da gegessen haben, war kein Hähnchen, das war irgendwas anderes. Wir haben sowas dann immer liebevoll Gummiadler genannt. Ja, ja. Warst du denn im Westen, in Westdeutschland mal, zu DDR-Zeiten? Nein, natürlich nicht. Erste Mal nach der Wende? Ja. Also ich, als ich dann bei DT64 anfing, da war ja gerade die Zeit, wo dann die ganzen Westmusiker in der DDR gespielt haben, hier Joe Cocker und James Brown und Bruce Springsteen und so weiter. Und ich hatte das Glück, dass ich die Frühkritiken zu den Konzerten machen durfte und kam auf die verwegene Idee, doch zu sagen, es wäre doch schön, weltfremd wie man war als DDR-Bürger, es wäre doch schön, wenn ich vor den Konzerten schon mit den Künstlern mal sprechen könnte, wenn die in West-Berlin dann schon sind. Und dazu bräuchte ich aber einen Pass und so weiter. Das hat dann tatsächlich mein Musikchef damals weitergegeben. Und mir wurde dann bloß berichtet, dass dann der Intendant
war die Intendantin von DT64, die sagte, das wäre dann heute, also es war wirklich kurz vor der Wende, ne? Das wäre dann heute schon der 5. Das ist mir zu viel. Und dadurch bin ich da durchs Rost gefallen. Und das war eine einzige Möglichkeit. Dann hat mich meine Tante in West-Berlin nochmal eingeladen zum 70. Geburtstag. Und da war ich offensichtlich auf der Liste wieder der Letzte. Jedenfalls, das hat nicht geklappt. Als die Mauer gebaut wurde, warst du 5. Ja. Hast du vor dem Mauerbau West-Berlin gekannt? Ja. Also da bist du rüber und du kanntest ein paar Teile? Ja, sicher. Ich war mit meinen Eltern ständig, die wohnten damals in Zehlendorf, meine Verwandten, und Wertheim in Zehlendorf. Ich kann mich an die Rolltreppen erinnern, die waren orange. Ich kann mich an die Treppenstufen des Hauses Bornstraße 2 in Steglitz erinnern, wo die wohnten dann. Die waren so schwarz-weiß gesprenkelt. Und irgend gab es so ein Tabakladen, da hat mein Vater immer Tabak gekauft und hat mit dem Verkäufer geschwatzt. Und mehr Erinnerungen habe ich leider nicht. Zu DDR-Zeiten hast du am Prenzlauer Berg gewohnt? Mit meinen Eltern erst in Weißensee und dann mit als ich dann verheiratet war im Prenzlauer Berg. Was hast du vom Westen mitbekommen zu DDR-Zeiten? Na, eigentlich alles. Fernsehen, Radio. Aber die reale Stadt West-Berlin, hast du die in irgendeiner Form wahrgenommen? Naja, man hat sie wahrgenommen, wenn man am Brandenburger Tor war und dann die Autos hat fahren sehen und hatte aber dieses komische Gefühl, na, da kann man nie hin, ist schon sehr eigenartig. Du konntest durch das Tor die Autos auf der anderen Seite fahren sehen? Ja, auf der Umgehungsstraße. Wie nah kam man an das Tor dran? 80, 90, 100 Meter. So nah? Ja, ja. Ich dachte, das wäre der Todesstreifen gewesen. Nein, das Tor stand ja noch auf DDR-Seite. Ja. Und hinter dem Tor machte dann die glaube ich, dort 4 Meter dicke Mauer einen Riesenbogen um das Tor rum. Stimmt, das Brandenburger Tor war ja durch die Mauer verstellt. Ja. Stimmt. Und von unserer Seite halt nicht, aber man kam halt nicht direkt ran. Wusstest du, wie die Mauer auf der Westseite aussieht? Ja, na klar, aus dem Fernsehen. Ja. Ah, okay. Also es war keine Überraschung, als du dann... dass sie auf der anderen Seite nicht weiß gestrichen war, nein, das wusste ich vorher schon. Kanntest du diese Aussichtspunkte? Ja, die waren ja nicht zu übersehen. Da wurden wir halt wie Zootiere beobachtet. Ja, das war wirklich... Also ich habe das damals, als ich das erste Mal in West-Berlin war, das war ja ganz surreal. Man fuhr ja durch die DDR und kam dann auf dieser kleinen Insel West-Berlin an, die ja so eine Art Plagiat Westdeutschlands war, aber doch anders. Es war sehr punkig. Berlin war eine komplett andere Stadt als heute. Ja. Und überall stieß man auf die Mauer. Also man konnte in Kreuzberg nicht gehen, ohne auf die Mauer zu stoßen. Nee, war nicht möglich. Und die Mauer war relativ hoch. Also ich habe sie in Erinnerung, heute kann man sich sie angucken im Mauerpark, aber so jetzt aus meiner reinen Erinnerung. 4 Meter, glaube ich. Ne? Ja, nee, nicht ganz, aber sie war unerreichbar hoch. Ja. Hatte ja oben auch diese Röhre, dass man nichts einhaken konnte. Ja. Genau, sie war sehr kunstvoll bemalt. Also ich fand das außergewöhnlich zu sehen, wie schön die Mauer auch war. Und dann konnte man eben auf diese Treppen hoch. Und oben auf so einem Aussichtspunkt guckte man in die DDR. Und da waren dann diese Türme, in denen die Grenzbeamten waren, die sofort mit dem Fernglas auf einen geschwenkt haben. Ja. Und es kam einem vor, als wäre man in so einem Agentenfilm. Das war wirklich surreal. Es war unglaublich. Und ich habe ganz ehrlich gesagt ganz oft davon geträumt. Also das hat sich so in mein Unterbewusstsein eingebrannt, dass ich auch später noch davon geträumt habe. Ost-Berlin selbst, wir müssen Musik machen. Wir müssen erstmal schnell Musik machen. Jazz aus England nochmal, Kamal Williams diesmal. Heute viel England, ne? Ja, irgendwie eher durch Zufall. One More Time heißt das. Und alles aus 2020. Alles aus diesem Jahr. Finde ich hervorragend. Are you still there? Is coming for a second, please. Yeah, she says I'm online und so. Yeah, what's my name in it? Yeah, take my name out of that, man. Sehr Acid-mäßig, ne? Acid-Jazz, wie du gesagt hast. Ja, der ist 30, ist er. Also noch ein recht junger Mann. Was war das für eine Sprache am Anfang? Hörte sich ein bisschen an wie Schwedisch. Ja, ist aber, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, der hat einen Drummer, der heißt Yusuf Dias, vielleicht. Aber nee, Yusuf Dias ist ein ganz junger Drummer, der ist, glaube ich, erst 18 oder 19. Ja, die sind heute alle 18, 19. Wir reden über Reisen. Wir sind heute in der Blauen Stunde unterwegs, von Ost nach West, von West nach Ost. Und auch durch Ost und West reisen wir gemeinsam und zum Teil auch getrennt. Du wolltest was über West-Berlin erzählen. Na, ich wollte sagen, dass für uns Ost-Berlin, überhaupt der Osten, jetzt ob es die DDR war, ob es Jugoslawien, Bulgarien war, immer, wie für viele auch, sehr dunkel war. Und dass wir das wahrgenommen haben als sehr bedrohlich. Wie war das für dich? Also warst du in Ost-Berlin
unterwegs und war das für dich normal und wie hell oder wie viel heller und bunter hast du dann den Westen erfunden? Das ist ganz eigenartig. Wenn man immer in dieser Umgebung wohnt, gewöhnte man sich daran. Ich bin jetzt immer schockiert, wenn ich alte DDR-Filme sehe, die in Ostberlin spielen, wie die Straßen da ausgesehen haben. Oder wenn ich alte Fotos sehe von meiner Straße. Ich wohnte damals im Bözow-Viertel im Prenzlauer Berg. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin da lang gegangen durch die Bözow-Straße und dachte, Mensch, wenn die Häuser alle in Schuss wären, da sind so schöne Jugendstilhäuser, das würde bestimmt super aussehen. Und ja, jetzt sieht's super aus da, jetzt ist da alles wieder in Schuss, ne? Das war schon komisch, aber dass es einen nun täglich bedrückt hat, kein Mensch hat gemerkt, dass es nach Zweitaktbenzin riecht und nach Kohleabgas im Winter. Das hat man alles gar nicht registriert, weil es halt allgegenwärtig war. Weil es, ne, normal war. Ja, ja. Aber es roch tatsächlich anders. Also es roch wirklich anders. Ja. Für mich ganz eindeutig zum Beispiel in den Zügen. Wenn wir hatten damals einen Zug, der fuhr von Dresden nach Aachen. Das war ein Schnellzug. Und unterwegs in Wuppertal bin ich dann eingestiegen, weil ich auf der Musikhochschule war, bis Düsseldorf, eine Station eigentlich. Und dieser Zug war leer oder die Reisenden hatten so Kleinigkeiten hinterlassen. Und der roch ganz stark nach diesem Plastik. Das waren diese Deutsche Reichsbahnzüge mit den roten Sitzen. Mhm. Und es war, ich weiß nicht, war es Plastik? Es war jedenfalls irgendein synthetischer Geruch. Kunstleder. Kunstleder. Und das verbinde ich auch als Geruch immer mit der DDR. Den Geruch habe ich übrigens von diesen Zügen, den habe ich auch noch in der Nase. Aber den kennst du aber. Ja, ne? Ja. Wann war denn das erste Mal, du hast gesagt nach New York, wann war denn wirklich deine erste wirklich große Reise nach New York? Also wo du dann die Freiheit komplett genossen hast. Na, ich bin dann ein Jahr später nochmal zu demselben Veranstaltung gefahren nach New York. Da bin ich dann, konnte ich mir andere Sachen angucken. Ist ja doch zu groß. Ich hatte es leider beide Male nicht geschafft, ins Museum of Modern Art zu kommen, weil genau an dem Tag war immer gerade zu. Und ein Jahr später habe ich dann 3 Wochen Florida gemacht. Würde ich heutzutage nicht mehr hinfahren, weil Florida ist, glaube ich, der langweiligste Bundesstaat. Es sei denn, man will am Strand liegen und baden gehen, dann mag es sein. Und dann wurden die Reisen halt immer länger. Dann kam aber Europa, dann weiß ich, mit dem Hausboot durch Frankreich oder Sizilien, kreuz und quer. Hat dich das nicht erschlagen? Also erinnerst du dich an deinen ersten Eindruck, den du hattest, als du in Amerika oder sonst wo warst? Naja, also ich meine, es war für jeden DDR-Bürger, glaube ich, ein Traum, mal einmal im Leben nach New York zu fliegen. Zumal meine Tante, die war Professorin in Hannover für Tiermedizin und die schickte mir mal eine Ansichtskarte, als sie in New York war. Und dann dachte ich, ui, da willst du auch mal hin. Und auch wieder eine lustige Geschichte. Wir waren so mehrere Leute, die zu dieser Tagung, New Music Seminar hieß es damals, gibt es jetzt inzwischen nicht mehr, war das größte Independent-Label-Treffen der Welt. Und da waren wir halt mehrere vom DDR-Fernsehen, ein paar von DT noch welche dabei. Und wir stiegen aus und standen am JFK Kennedy Airport. Und da holte tatsächlich der eine Flasche Schnaps raus. Und wir haben dort in der Öffentlichkeit vor dem Flughafen Wodka getrunken. Wodka Gorbatschow. Im Prinzip wird man dafür für immer eingeknastet in Amerika. Es wird dann abends bin ich dann nochmal auf den Times Square Mitternacht und habe mir eine Dose Bier geholt. Da stand Budweiser drauf, dachte ich, irrtümlicherweise ist das Tschechische. Da war das eine ekelhafte Brühe, das Budweiser. Ja, ja, ja. Und jedenfalls, der verkaufte mir diese Tüte, diese eine Dose in so einer kleinen Papiertüte. Und ich dachte, oh, dieser Verpackungswahn, Knüll, Tüte weg. Ich hatte die Dose am Times Square noch nicht an der Lippe. Kam der Polizist auf mich zu und fragte, ob ich ihn provozieren will. Aha. Ich dachte, scheiße, was, wie? Und dann habe ich aber wirklich irgendwie rumgestammelt und habe gesagt, ich bin aus Ostdeutschland und ich weiß, was tut mir echt leid. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt sofort die Dose in diesen Papierkorb schmeiße, dann wäre die Sache erledigt. Ah ja, okay. Also Glück gehabt, ja. Die Zuschauer können uns übrigens, Zuhörer können uns übrigens auch schreiben, ihre Erlebnisse zwischen Ost und West an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Wir lesen diese Briefe sehr gern. Nun, warst du in New York? Ich war das erste Mal in New York, übrigens auch sehr spät erst in meinem Leben. Wann war das? 2005.
2005, ja. Ziemlich spät. Das ist ja 15 Jahre später als ich. Ja, viel später. Ja, du denkst, du wärst als Ossi unterprivilegiert gewesen, aber es gab noch eine Schicht unter dir. Das waren die Türken. Wenn ich dir jetzt einen Zehner rüberschiebe, geht's dann? Dann geht's. Ja. Wir hatten einen abenteuerlichen Flug wieder gebucht, und zwar, weil wir kniepig waren über Reykjavik in Island. Der Flug ging mit Iceland Air und hatte einen Zwischenstopp über 1,5 Tage. Und wir dachten, naja gut, das gucken wir uns Island an. Aber lass mich raten, Geld alle nach wenigen Stunden. Ja, genau. Denn schon die Fahrt vom Flughafen in die Stadt entpuppte sich als Problem. Der Bus von Keflavik nach Reykjavik kostete nämlich sage und schreibe 60 Euro schon. 60 Euro einfache Strecke. Wie lang? Eine Stunde und einfache Fahrt für zwei Personen. Also 120 Euro waren schon mal weg. Das Ticket, das ursprüngliche, kostete nur 200 Euro. Also wir hatten schon 320 auf der Uhr. Die Jugendherberge, die günstigste, die wir gefunden haben in Reykjavik, kostete 80 Euro. Das heißt, wir hatten schon 400 Euro auf der Uhr und noch 1,5 Tage in Reykjavik vor uns. Und das gestaltete sich wirklich schwer, weil in Reykjavik kannst du schwer irgendwie nur billig essen, sondern du musst, wenn du in ein normales Restaurant gehst, mit 100 Euro pro Nase rechnen. Also hatten wir schon 500 auf der Uhr. Und wir waren nachher wirklich genervt. Auf dem Rückweg mussten wir das gleiche Prozedere nochmal durchmachen. Und es war totaler Quatsch. Hätten wir nie machen müssen. Warst du mal in Island? Nee, ich will da immer mal hin. Aber dann halten mich doch, wenn man dann mal sieht, wenn man, weiß ich, 2 Wochen dort buchen will, da muss man ja noch einen Geländewagen mit dazu buchen, wenn man was sehen will. Ja. Oh, das ist verdammt teuer, ja. Ist auch ehrlich gesagt nicht so sehenswert, wie ich dachte. Und inzwischen auch komplett überlaufen, glaube ich. Und sehr karg. Also du hast wirklich kaum Bäume. Es riecht überall nach Schwefel, der Boden dampft. Du hast diese Autos mit diesen Riesenreifen, mit denen du querfeldein fährst. Es gibt ein paar schöne Sachen querfeldein. Die Geysire sieht man da. Es gibt dieses Schwimmbad mit diesem, was übrigens kein echtes aus dem Boden kommendes Wasser ist, sondern künstlich angelegt, dieses Thermalbad in der Nähe von Reykjavik. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht so atemberaubend. Wusstest du eigentlich, dass die Insel mal voll bewaldet war, dass die alles verheizt haben im Laufe der Jahrzehnte? Ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist ja irre. Ja, ja. Wir müssen schon wieder Musik machen. Ja, wir wollen. Wir müssen. Wir wollen, ja. Es macht ja auch Spaß. Jetzt gehen wir nach Frankreich. Aha. Sebastian Tellier heißt der. Mhm. Und der Song... Hazy Feelings, ich habe doch die Liste hier auch vorliegen. Ja. Das hast du heute wirklich gut ausgesucht. Ich finde, heute ist die Musikauswahl wirklich, wirklich sehr gut. Das ist auch ziemlich schräges Zeug hier. Mhm. Hör mal zu. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Die Franzosen, auch hier mit Daft Punk und so, die haben in den letzten Jahren auch echt Fortschritte gemacht. Ne? Absolut, und vor allem was die Produktion betrifft, also gerade Daft Punk, was die für einen Sound produzieren. Ich finde auch hier der Sound sehr, sehr gut. Ja, ja. Wie kommst du auf diese Sachen? Ich krieg ja von den Plattenfirmen vieles zugeschickt. Also nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr wie früher als CD, sondern nur noch als Download-Link. Und dadurch komme ich auch an Sachen, wo man erstmal nicht drauf kommt. Und da ich tatsächlich alles, was ich zugeschickt bekomme, mir auch anhöre, komme ich dann halt auf solche Sachen. Ne? Jetzt ist Zeit für Werbung, wo du gerade dabei bist. Deine Radiosendung King's Hour läuft sonntags immer um 8 Uhr, richtig? Genau, also heute Abend auch wieder. Sehr empfehlenswert. King's Hour jeden Sonntag um 8 Uhr. Ich spiele morgen am 24. in Osnabrück mit meinem Programm Der größte Hassias aller Zeiten. Am 29. spiele ich in Schwerin im Innenhof des Schlosses. Am 4. Oktober spiele ich in Luxemburg. Und ich habe noch eine Doku, die du hoffentlich schon gesehen hast. Nein, noch nicht. Innen außen, die man sich noch bis zum 31. August streamen kann. Das ist heutzutage so eine Art mobiles Kino. Mhm. Ich schicke dir mal einen Link dazu. Guck sie dir an, ist sehr gut geworden. Mhm, habe ich sonst gerne was vergessen? Nein. Wir haben genug Werbung gemacht. Doch, wir müssen noch Werbung machen für den kommenden Podcast mit Stimmt. Florian Schröder, der ab September losgeht, bei dem du ja auch beteiligt sein wirst und auf den wir uns alle sehr freuen hier bei Radio 1, dem Sender unserer und eurer Wahl, die ihr uns gerade zuhört. So Jürgen, jetzt waren wir in Amerika. Was war das exotischste Land, in dem du je warst? Eindeutig Indien. Da hast du mir schon viel von erzählt. Ja. Und ich bewundere deinen Mut und deine Ausdauer, das geschafft zu haben. Ich hätte es nicht geschafft.
Ich möchte es nicht missen. Allerdings hatte ich natürlich einen großen Vorteil. Ich war eingeladen, ein guter Freund, der Inder ist. Ich lass mal Namen weg, interessiert jetzt hier nicht. Rajiv, noch was. Der hatte in Deutschland geheiratet und hat in Indien sozusagen die Zeremonie der Aufnahme dieser Beziehung in die indische Familie. Relativ hohe Kaste, so dass es also wirklich ein rauschendes Fest war, eine Woche lang. Und dann sind wir wirklich noch, wir waren ein paar Leute von Fritz und von Radio 1, sind wir noch 2 Wochen durch Indien gefahren. Also wir waren in Taj Mahal, wir waren am Palast der Winde und wir waren in Varanasi, da wo alle einmal hinwollen und am liebsten dort sterben und verbrannt und in den Ganges geworfen werden. Hast du den Ganges gesehen? Ich Sonnenaufgang im Boot auf dem Ganges in Varanasi. Also das ist schon, also da bleibt kein Auge trocken. Aber Indien ist auch heftig, ne? Es ist unfassbar, wie viele Menschen dort sind. Und dieser riesige Unterschied zwischen Arm und Reich, der ist wirklich besorgniserregend, streckenweise. Also weiß ich, du stehst in Delhi einfach nur mit dem Auto an der Kreuzung, dann kannst du sicher sein, dass mindestens 4 Hände an die Scheibe klopfen, wenn sie sehen, dass du da ein Europäer bist und wollen Geld haben. Es ist wirklich, wirklich bedauerlich. Andererseits diese unendlich uralte Kultur, die man überall sehen kann. Also es macht einen physisch und psychisch, war ich nach den 3 Wochen wirklich, musste mich erstmal erholen. Mhm. Aber ich würde immer wieder dorthin fahren, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte. Das Exotischste, was ich gemacht habe, wird dich jetzt etwas überraschen, war eine Reise in das Dorf meines Vaters in Ostanatolien. Ja, das glaube ich. Das war wirklich heavy. Das war wirklich heavy, weil das Dorf liegt circa 2200 Kilometer entfernt von Istanbul östlich. Und wir mussten damals mit einem Zug 4 Tage lang durch die Türkei fahren. Und dieser Zug ist nicht besonders schnell gefahren und wir konnten angefangen von den etwas fruchtbareren Gegenden um Istanbul herum durch die Wüste in Richtung Südwest-Türkei in die Mitte hinein eigentlich einen Überblick ganz gut bekommen über das, was in der Türkei an Landschaften alles zu sehen ist, bis wir dann irgendwann im Osten der Türkei angekommen sind, wo es sehr hohe Berge gibt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also das ist ja der Anfang, glaube ich, des Himalaya. Nee, Kaukasus, glaube ich, ist es. 5000 Meter hohe Berge, also wirklich sehr hohe Berge. Und am Ende dieser ziemlich strapaziösen Reise hielt dieser Zug an, wie in so einem Western, an einem Bahnhof, wo nichts war. Es war die absolute Pampa, irgendwo in der Einöde. Und da war nur ein kleines Häuschen. An diesem Häuschen hingen 2 geschlachtete und gehäutete Schafe. Die Fliegen wimmelten drumherum. Und in einem Schuppen neben dem Häuschen saßen 3 Männer auf so Kisten. Und es ratterte über einen Generator ein Fernseher, also es war ein Fernseher dort zu sehen, der über einen Generator betrieben wurde und im Fernseher lief Dallas. Also und ich werde das nie vergessen. Ich dachte, was ist das für ein Kulturschock für diese Leute, hier zu sitzen und Dallas zu gucken. J.R. Ewing, der gerade wieder irgendwelchen Mist macht. Ja. Und es gab keinen Ton, weil der Generator war so laut, dass du keinen Ton... Die haben also nur die Bilder geguckt und waren aber so gebannt von dem, was sie sahen, dass die uns gar nicht wahrgenommen haben. Ja. Und dann sind wir abgeholt worden, weil das Dorf nochmal in den Bergen selbst liegt, von einem LKW. Man musste einfach den LKWs, die dort anhielten, um Steine in eine Mine zu bringen, zuwinken und konnte dann hinten auf der Ladefläche des LKW sitzen und ist nochmal 3 Stunden ins Landesinnere gefahren. Über so Schotterpisten, immer steiler, immer enger, immer schmaler. Manchmal kam einem ein LKW entgegen und dann musste man diese enge Straße auch noch rückwärts fahren, bis eine Bucht gefunden werden konnte, wo man den anderen Wagen vorbeilassen konnte. Und da war ich in diesem Dorf. Und das Dorf war kein Strom, kein Wasser. Man musste zu Fuß zu einem Brunnen laufen, um mit Kanistern Wasser zu holen. Nur Stein- und Schotterwege. Es gab kein Fleisch, weil die Menschen, die dort leben, nur ihr eigenes Fleisch hatten von den Nutztieren. Und die konnten sie nicht schlachten. Ja. Und es war total interessant, weil das Verwandte von mir waren. Also ein ganzes Dorf
mit Verwandten von mir, die ich noch nie gesehen habe, ja, die mich aber kannten. Also ich bin dann in deren Häuser gegangen und da standen Bilder von mir auf dem Schrank. Und das war wirklich absurd, aber es war zugleich auch eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte. Ja. Aber es war heavy. Also es war, das Essen schmeckte ganz extrem. Ich habe dann auch nach einem Tag Durchfall bekommen, weil ich es nicht vertragen habe. Alles war, roch auch sehr streng und es war ein beeindruckendes Erlebnis. War sehr exotisch. Ja. Das war ja auch das größte Problem in Indien, das Essen. Man musste so aufpassen. Also so frisches Obst gar nicht, ne, weil das Wasser, wenn wir das Obst mit Wasser abgewaschen haben aus der Leitung, dann hattest du schon die ersten Keime. Die natürlich die Inder, weil die das gewohnt sind, die vertragen das alle. Ja, aber klar. Unser zarter europäischer Magen, der macht dann. Ich war im Bad und habe mir die Hände gewaschen und habe so aus alter Gewohnheit so einen Schluck Wasser in den Mund genommen und so einmal und ausgespuckt und dann dachte ich, um Gottes Willen, was hast du getan? Ach du Scheiße. Und dann? Mit zittrigen Fingern hatte ich solche Tabletten mitgebracht aus Deutschland, die man nehmen kann, wenn man eventuell sich irgendeinen Keim geholt hat. Und dann habe ich gleich 4 Stück davon eingeworfen und es ist zum Glück nichts passiert. Glück gehabt. Hast du, haben wir noch ein bisschen Zeit? Oder müssen wir haben jetzt schon wieder bloß noch eine knappe Minute. Dann machen wir lieber gleich mal Musik. Aber wir haben ja nachher noch einen letzten Take und dann reden wir. Einen haben wir noch. Jetzt gehen wir nach New York. Wir haben drüber gesprochen. Jetzt kam eine Band aus New York. Big Thief heißen die. Die sind so, na, so Indie-rockig, würde ich sagen. Love in Mine heißt das. Bin gespannt. Jetzt haben wir in der Blauen Stunde so viel gesprochen über Reisen Ost und West und weltweit. Jetzt kommen wir doch mal in dieses Jahr und in die aktuelle Situation, in der ja sehr viele zu Hause geblieben sind in Deutschland. Gibt es einen Teil Deutschlands, den du nicht kennst?
Ja, sicher vieles. Also ich war zwar überall schon mal so ein bisschen, aber... Welchen Teil kennst du nicht? In Nordwestdeutschland war ich ganz... Also Hamburg kenne ich natürlich. Ich war mal in Cuxhaven, aber ansonsten in Bremen war ich mal. Aber zum Beispiel in Ostfriesland war ich überhaupt noch nicht. Ich war nicht auf Oldenburg, Sylt. Oldenburg kennst du nicht? Nee. Ja. Und ansonsten, ja, Schwarzwald war ich mal. Kiel, warst du schon mal in Kiel? In Kiel war ich auch schon mal, ja. Komm, wir gehen mal ganz schnell, letzter Take, wir gehen mal von oben nach unten durch. Also Schleswig-Holstein, fangen wir mal oben an. Kiel kennst du? Ja, Kiel kenne ich und Schleswig kenn Andere ich. Seite, Husum, Heide? Nein. Nordseeküste? Sylt? Nein. Föhr? Auch nicht. Die Inseln kennst du gar nicht? Nee. Okay, Nordseeinseln. Ja, Nordseeinseln sind schön, sollte man gesehen haben. Sylt ist jetzt nicht, finde ich, die schönste. Föhr finde ich schöner. Mhm. Lübeck? Ja, war ich schon. Ja, klar. Okay. Marzipanstadt. War ich auch, aber nicht so dolle, oder? Also ist ja, jetzt Thomas Mann halt auf den Spuren. Das Bodenbrockshaus. Ja, genau. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern, Wismar. Ja. Also da kennst du alles. Naja, den Darß. Ja, das kenne ich alles. Usedom, Rügen. In- und auswendig, jeden Kiesel. Ja, ja. Siehst du, das ist natürlich eine Ostgeschichte, dass du das wieder kennst. Ja, klar. Ne? Ja. Ich kenn's auch, weil ich dort gespielt habe, aber ich glaube, viele Westler fahren nicht in den Osten rüber. Inzwischen immer mehr, weil sie merken, dass die Ost-Ostsee-Küste viel schöner ist als die West-Ostsee-Küste. Ja gut, es gibt ja noch andere Sachen, zum Beispiel hier die Mecklenburgische Seenplatte, ist sehr schön. Genau. Prignitz? Ja, ne, also... Also im Osten kennst du alles. Ja, also da war ich überall schon mal. Und im Westen so die Standards. Bodensee warst du schon, Schwarzwald, Breisgau, Freiburg? Ja. Saarland? Saarland, ja klar, auch jetzt kürzlich. Aber du kennst ja fast alles. Hessen? Ja. Rheinhessen? Hessen, naja, Frankfurt war ich und in Mainz. Pfalz? Ja, ich bin von Bonn aus mal den Rhein ein Stück runtergefahren. Ja, Kaiserslautern, so Städte? Nee. Kennst du? Im Ruhrgebiet war ich zum Beispiel noch nicht. Du warst noch nie im Ruhrgebiet? Nee. Wie stellst du dir das vor? Wo wärst du gerne mal hingefahren? Ja, weiß nicht. Düsseldorf sollte man ja vielleicht... Aber Vorsicht, ist so, Düsseldorf ist nicht Ruhrgebiet. Ist nicht Ruhrgebiet, ne? Nein, Düsseldorf ist Rheinland. Duisburg. Duisburg ist gerade mal der Anfang des Ruhrgebiets, Rheinruhr. Mhm. Ja. Essen, Bochum? Ja, ja. Also kennst du alles nicht? Vom Namen kenne ich es, aber ich war noch nie da. Du kommst ja demnächst mich besuchen, hoffentlich. Ja. Wir haben ja da noch was vor, ne? Wir gehen ja auf jeden Fall zum Japaner. Ja. Und dann zeige ich dir auch mal das Ruhrgebiet. Gibt schöne Ecken im Ruhrgebiet, erstaunlich schöne. Ja, das glaube ich gerne, ja. Also man denkt, das Ruhrgebiet sei Industrie, aber das ist nicht so. Es ist sehr viel Landschaft, es ist ein Mittelgebirge, es ist hügelig. Die Gegend um Dortmund herum zum Beispiel ist sehr, sehr grün, sieht fast aus wie in Irland. Auch Städte wie Wuppertal oder wirklich vermeintlich hässliche Städte wie Gelsenkirchen haben schöne Teile. Wuppertal möchte ja gerne mal mit dieser Schwebebahn fahren. Da. Ach ja. Halb so schön. Ist eher langweilig. Ja? Okay. Ja, warum willst du unbedingt damit fahren? Nur weil ich mit sowas noch nie gefahren bin. Ja, gut. Ja, machen wir auch zusammen. Wir machen eine Ruhrgebietstour. Hast du denn in Bayern alles gesehen? Naja, München kenne ich und dann, ja, war ich mal in den Bergen, in den Alpen öfter zum Klettern. Nürnberg? Nürnberg nur auf der A9 durchgefahren. Hm. Bamberg? Franken? Bamberg war ich mehrfach zum Basketball. Bamberg ist natürlich super, ne? Schöne Stadt. Ja, sehr schöne Stadt, ja. Bayerischer Wald? Ja, mal so urlaubsmäßig ein bisschen. Ja. Eifel? Nein. Eifel ist super. Ja. Ist der absolute Geheimtipp. Ist total schön. Ja. Ist ganz nah an Köln. Ja. 50, 60 Kilometer bist du schon in der Eifel. Mhm. Und ist komplett anders als alles, was davor ist. Wohnen da nicht nur Reiche? Nee, das war ein Taunus, ne? Ja. Naja, gut, Taunus ist jetzt auch nicht, ja, da wohnen Reiche, aber Taunus ist übrigens auch interessant. Warst du da schon mal? Nee. Auch nicht, ja. Ist bei Wiesbaden irgendwo, kann es sein? Ja, genau. So Wiesbaden, Eppstein, da sind so ein paar Hofheim im Taunus, Schwabach im Taunus. Schön, schön. Deutschland haben wir also auch. Gibt es ein Land, das du noch unbedingt sehen willst? Ich möchte ja eigentlich unbedingt mal nach Australien und Neuseeland. Allein der weite und lange Flug hält mich bis jetzt immer noch davon ab. Du kannst auch einen Zwischenstopp machen. Ja, aber dann bin ich da in diesem asiatischen, feucht-heißen Klima, was mich... Kuwait. Ach, na, was will ich denn da? Dubai, ja gut, ja, aber Dubai. Kannst du in so einem Luxushotel abhängen, eine Nacht oder zwei? Und einkaufen. Ja. Ja. Australien, Neuseeland finde ich auch interessant, aber irgendwie scheue ich mich auch vor dem langen Flug. Ich hatte ja mal eine Idee und vielleicht ist das eine Inspiration auch für unsere Hörer, aber auch für uns. Ich wollte mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis nach Peking fahren. Das hat jetzt gerade der Musiker Peter Peak gemacht. Der hat in der transsibirischen Eisenbahn sein aktuelles Album produziert. Ja, möchte ich unbedingt. Und ich habe dann sogar noch einen Plan. Ich weiß übrigens, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der das gemacht hat.
Der hat genau das gemacht, was ich auch machen wollte. Und zwar Moskau, Peking, Peking dann rüber nach Tokio und dann einmal Japan sich angucken und auf dem Rückweg über Korea, Nepal, also sozusagen Tag für Tag neues Land erschließen und die Reise nicht auf einmal machen, sondern in Etappen. Da musst du ja mindestens einen Monat rechnen. Ne? Er hat 3 Jahre gebraucht. Ja, das ist natürlich besser. Der ist natürlich auch da geblieben. Ja, ne? Ja. Aber das wäre schon ein Traum. Die Transsibirische Eisenbahn dauert, glaube ich, wenn sie durchfährt, wie viel? Eine 10 Woche? Tage, ja. Man kann aber Zwischenstopps machen und es muss atemberaubend sein. Also wo man überall da langkommt, an den Seen, an den Gebirgen, das muss wirklich atemberaubend sein. Da soll ja auch so eine Eisenbahnlinie in Kanada geben, in den Rocky Mountains. Ja, die ganz bekannte, die Trans noch was Express. Ja, genau, ja. Mit den gläsernen Waggons. Da habe ich mal einen Film drüber gesehen, das muss auch atemberaubend sein. Zugreisen, ja, das wäre vielleicht noch ein Traum, den man sich erfüllen könnte, oder? Ich weiß nicht, ich habe so irgendwie so ein Zugreisesyndrom. Es war über Jahrzehnte das einzige Verkehrsmittel, mit dem man irgendwo hinkam. Ja. Einen, ne? Aber Fliegen ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee, da muss man sich ja, das ist ja auch... Ja. Gibt es ein Land, also jetzt haben wir gesagt Neuseeland, in das du auf keinen Fall fahren würdest? Wo du sagst, das ist absolut, das interessiert mich gar nicht. Also ich bin nicht so wirklich an Afrika interessiert, muss ich ehrlich sagen. Aha, warum? Ich kann ich dir nicht mal sagen. Wahrscheinlich einfach, weil ich denke, es ist mir zu warm dort oder keine Ahnung. Ja, zieht mich jetzt auch nicht unbedingt an. Ja. Südafrika, ja doch, es gibt schon so ein paar Sachen. Mhm. Ruanda ist bestimmt nicht schlecht. Aber irgendwie ist es stimmt. Also vielleicht, weil es auch nicht touristisch ist, weil man sich vielleicht auch da nicht wohlfühlt als jemand, der es bereist. Na gut, Freunde von mir waren in Namibia, die haben da sehr geschwärmt von, ne? Safari-Touren, die sie da gemacht haben. Namibia ist natürlich reiches Afrika, aber in Malawi kann man keinen Urlaub machen. Nee. Ne? Ja. Schön, Jürgen, dann haben wir doch wirklich einiges gelernt und uns ausgetauscht. Die nächsten Wochen geht's munter weiter, wir sind jetzt wieder im Senderhythmus. Ja, ich versuche mal, ob ich irgendwie einen Weg finde, dass du auch mal wieder einen Gast im Studio hast, dass du dich nicht immer mit mir unterhalten musst. Nein, das tue ich doch gerne. Hallo? Mhm. Also nein, wir werden Gäste haben, wir warten die Corona-Zeit geduldig ab. Mhm. Noch sind wir ja in den, sagen wir, Nachwehen, Vorwehen, wir wissen es nicht. Und solange wir das nicht wissen, ziehen wir das hier eisern durch und es macht auch Spaß. Bis jetzt haben wir ja immer noch ein Thema gefunden, ne? Auf jeden Fall. Ja. Wir haben genug Werbung gemacht. Wer noch mehr Werbung will, kann auf meine Website gehen, www.zomunju.de. Da sind alle Termine, alle Hinweise und Informationen, die man braucht. Du bist du hast deine Sendung schon aufgezeichnet, die gleich kommt. Ja, 20.05 Uhr kommt sie. 20.05 Uhr, ja. Kings Hour, haben wir auch schon gesagt. Und ansonsten sehen wir und hören uns nächste Woche. Richtig? So sieht's aus, wie der Berliner sagt. Aus? So sieht's aus, Alter. Du hast heute wunderbare Musik vorbereitet und wir haben noch einen letzten Track. Woher kommt der? Was ist das? Das ist auch wieder englisch angejazzt. Tom Misch, auch ein junger englischer Jazzer. Und da ist dieser Schlagzeuger Yusuf Dias schon wieder, genau, der 18-Jährige. Ja. Willst du den Titel wissen? Ja, sag mir mal den Titel. I Did It For You. Siehst du? Und ich habe die Musik für dich ausgesucht. Siehste, genau. Und deswegen, das ist der letzte Track heute in der Blauen Stunde. Wir wünschen allen einen schönen Sonntag. Bleibt munter, genießt die schöne Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somunju.